Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Get Even. In der letzten Folge sind wir explodiert. Also zumindest eine Erinnerung oder was auch immer das war. Und wir sind jetzt hier in diesem Areal gelandet. Und ich glaube, wir sollten einfach mal das Ganze uns jetzt hier angucken. Oh, das sieht so schön aus. Das ist wirklich sehr schön optisch gemacht. Müssen wir die Kameras aktivieren? Ich weiß es gar nicht. Vermutlich nicht. Wir sollen zum Gebäude B kommen. Frage ist, ob wir da überhaupt ankommen zum Gebäude B. Was haben wir hier? Das kennen wir doch. DNA found. Female. 18 to 22 years of age. Da ist das Gebäude B. Ah, nee, war schon richtig. Wir haben hier also die Uhr, wo das genetische Material von der von dem Mädel da ist, ne? Was wir gefunden haben, was die Bombe um sich herum. Was war das für ein Geräusch? Läuft hier jemand rum? Ach, das waren wir selber mit Atmen und so. Ah, oh, das ist ja noch mit Atmen beschäftigt. Okay, hier geht's nicht rein. Ich schaue mich mal erstmal kurz um. Hier ist eine kleine Hütte. Ah, geht nicht auf. Springen können wir nicht. Okay. Okay, die Treppe ist kaputt. Gehen wir wieder. Was? Was? Was ist das denn? Das ist eine Prothese oder sowas. DNA found. One matching profile. Patient 912. Patient? Aber das ist eine Prothese. Eindeutig eine Prothese. Was ist das hier? Ah, ein Roboterspielzeug. Da läuft ein Fernseher. Am I alone in here? No thermal readings in the area. Just me then. Ja, wir machen lieber die Geräuschquelle hier aus. Das ist zu. Es ist wieder Geräuschzeit. Was ist das denn? Was ist das? Das ist doch eine Puppe, oder? So eine Gelenkpuppe. Okay, da können wir nicht rein, zum Glück. Ich muss gucken, dass ich immer die Kamera mit im Blick habe. Nichts. Drugs won't help you. Was steht da? Need help? Don't wait. Call us. Da unten ist noch ein QR-Code. Cool. Oh, was ist da? Fuck's sake, come on. Wo sind wir jetzt? Rollstühle. Sicherung. An, 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 an.
An. Alle an. Okay. Ich kann hier nichts drücken. Aber ich befürchte, ich muss hier wahrscheinlich irgendwann hin. Abgeschlossen. Also die Stimmung ist jetzt... Ich hasse so eine Affen. Ich hasse so eine Affen. Der macht doch bestimmt Krach, oder? Der macht doch bestimmt Krach. Wie ist der hässlich? Keller? Oh, die Mucke. Die macht einen innerlich echt mürbe. Oh, ist das ekelhaft hier. Oh, oh. Wer weint da? Das ist deine Schuld. Okay. Meine Schuld? Von was? Wo sind wir hier? Wo? Okay, ich hab's geahnt. Okay, die Kabel. Wir müssen zum Sicherungsschalter. Wollen wir wetten? Ich hoffe, hier kommt nichts dazwischen. Habt ihr das gehört? Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Hier muss irgendjemand sein. Der ist umgefallen da. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Kann ich die Tür zumachen? Nee, kann ich nicht. Ich habe alle im Rücken. Aua. Jetzt dich? Was? Ach so. Ah. Geht der Strom wieder an? Deine Handlungen haben Konsequenzen. Das sagt er mir jetzt. Ich habe keine Munition. Ups. Das sagt er mir jetzt, dass meine Handlungen Konsequenzen haben. Oh, die Musik. Oh, ist das beklemmend. Die Dichter war kommen umso. Hallo? Das spielt sehr, sehr, sehr gut mit den Elementen hier.
Meine Handlung hat Konsequenzen. This is me. What's going on? Hello? Anyone there? Hey! DNA-Probe unbrauchbar. Was haben wir noch? Kleidung. DNA-Probe weiblich. 18 bis 22 Jahre. Das kann man aus der DNA-Probe herauslesen. Ist cool. Something's not right. Ah, wir können sogar scrollen. Aha. Why was he there? Warum war er da? Tja, das wüsste ich auch gerne. Ich glaube, hier auch. Was haben wir hier? Da machen wir mal den Bildschirmtext an. Cole Black. Nach seinem Austritt aus dem Militär vor 7 Jahren verlor sich Black im Alkohol und in gelegentlichen Drogenexzessen. Zur Finanzierung dieses Lebensstils nahm er kleinere Aufträge im Sicherheitsdienst an und begann dort, sich so etwas wie einen Ruf aufzubauen. Schnell wurde bekannt, dass er Kämpfe nicht aus dem Weg ging, was schließlich zu einer Karriere als Auftragskiller führte. Nach und nach schwor Black dem Alkohol ab, um sich den Kick seiner neuen Arbeit hinzugeben. Seine Arbeit bringt viel Geld ein, aber Black scheint mit der Gage nur die Wichtigkeit des Auftrags und den Willen seiner Auftraggeber zu testen. Psychologischen Gutachten zufolge ist Black ein wandelnder Widerspruch. Das Töten flößt ihm unerträgliche Schuldgefühle ein, aber gleichzeitig ist es das Einzige, was seinem Leben Sinn verleiht. Familie und Freunde unbekannt. Na Wahnsinn. Ein Psychopath. Nitrazepan-Tabletten. Sedativum, also hypnotische Drogen, das hatten wir ja schon. Das sind doch irgendwie auch unsere Beweise, die wir gefunden haben, ne? Zigaretten. Teilweise Fingerabdruck gefunden. Das sind die Fotos, die wir gemacht haben. Foto. Einschusslöcher erkannt. Semiautomatische Pistole. Das war die, genau, das war diese Militärdrohne, die wir da gefunden haben. Okay. Aber wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir jetzt da zurück, bis wir abhauen? Müssen wir abhauen? Ich weiß es nicht. Das ist deine Schuld. Okay. Ah, Mr. Black. Was? Please, apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment? This will be far more straightforward if you just keep breathing. Was? That's it. Was? Was? Nein! Nein! Was? Nein! Oh, nein! Was passiert? Welche Behandlung? Well, what the fuck? Hello? That's it, Mr. Black. Relax. Breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? Hey! Calm, Mr. Black. That's all I ask. Your current confusion is a byproduct of your treatment. All very unfortunate, but I assure you, you are in safe hands. If it helps you focus, you may call me Red. You gassed me. There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Tja, wann sind überhaupt irgendwie mal Zeit für Fragen? Was haben wir da auf dem Kopf gehabt? Wie ein Helm sah das aus, oder? So ein Reality-Helm, VR-Helm. Aber was? Und noch ein Fernseher. Waffe haben wir keine, okay. Das heißt, ich kann mich eigentlich relativ frei... Irgendwo ist ein... Was? Wait. Wait. A gun. My gun. Ja. Security, Mr. Black.
A token of trust. How can I trust you when you knock me out and put this thing on my head? To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there? And who was the girl? I know why I was there. To save the girl. Then we are making progress. Please. Proceed. Proceed with what? Hello? Boah, ist das creepy. Mit was sollen wir fortfahren? Was ist das da? Was ist das? Huch. Gedankenvisualisierungsheadsets. Prototyp RR003, Codename Pandora Servant. Headset. Lithurst Anstalt, Spirehouse Lane, Blackwell, Bromsgrove. Wir sind in England. B601QD. Das ist, glaube ich, England, ne? Identifikationsdaten: Insassennummern 6 bis 17, John Keating. Adresse: Baujahr 56, Alter 40. Bei Baujahr 56, Alter 40, dann sind wir doch 1996. Geburtsort Worcester. Hä? Das ist 1996. Besondere Behandlungscode noch nicht festgelegt. Tag der Aufnahme 10.10.96. Allgemeine Bemerkung, der Patient ist ein ehemaliger Lehrer der englischen Literatur an der Sunderfield High School. Nach einem Autounfall traten erste Symptome des Klüver-Busi-Syndroms auf. Vor zwei Wochen wurde der Patient beim Autounfall verletzt. Als er zu Bewusstsein kam, zeigte er merkwürdige Symptome auf. Er hat seine Familie und Freunde nicht wiedererkannt und war unglaublich ruhig, fast apathisch und hat ständig versucht, sich verschiedene Gegenstände in den Mund zu stecken, zum Beispiel sein Notizbuch, leere Papierbecher, Hyperoralität. Nach der Diagnose wurde der Patient in unsere Einrichtung gebracht und die Behandlung mit Carbamazepin wurde eingeleitet. Okay, das ist ein alter Bericht, wie es scheint. Reinkommt er aber dann nicht. Da ist ja noch einer. Hat auch diese komische Dings auf. Bipolare Störung hier. Wie heißt es? Ja, bipolare Störung. Ja, hier. Major. Nee, so. Schwere Depression. Also Depressive Order, Disorder. Ist schwere Depression. Okay. Alcoholic Hallucination. Also Halluzination aufgrund von Alkohol. Alkoholhalluzinose, Verehrer des Marionettenspielers. Mhm. Aber, oh hier. Bildschirmtext. Bla bla bla, das ist die 223, Walt Kaufmann. 69, Alter 28. 97. Worcester, menschlich, kaukasisch, bababa. Keine konstante Überwachung nötig. Der Patient leidet unter Angststörung und womöglich einer depressiven Erkrankung. Nach außen hin verhält er sich bei Entscheidung von Dritten ruhig. Bei Aufforderung zur eigenen Entscheidung tritt jedoch Aufregung auf. Von Natur aus eher zurückhaltend und passiv, wird aber ängstlich und streitlustig, wenn für längere Zeit allein gelassen. Fallinformation: Patient wurde eingewiesen, nachdem er schreiend und weinend in einem lokalen Supermarkt aufgefunden wurde. Dem Polizeibericht zufolge hat der Patient Folgendes vor sich hingeflüstert: Sie sind bereits hier und wissen, was ich getan habe. Gott stehe mir bei. Nach einer kurzen Untersuchung wurde der Patient in unsere Einrichtung gebracht und ruhig gestellt. Ein kurz darauf folgendes psychiatrisches Gespräch ergab, dass der Patient stark verankerte Gedanken über morbide Themen wie Tod und Mord hat. Der Patient ist gesprächig, reagiert allerdings kaum auf gestellte Fragen. Boah, was ist denn das für ein Spiel? Keiner drin?
vergiss nicht, dass du dich mit dem Handy ausrüsten kannst. Okay, ja, stimmt. Da ist doch noch einer. Match found. Leonard Shelby, 31. Missing persons registry number 0210. Case reported September 2000. September 2000? Wait, that was... When was that? Tja, das ist vor 15 Jahren. Ihn kriegen wir doch. Match found. Walt Kaufman, 28. Armed Forces. Unit classified. Armed Forces? What's he doing here? So, jetzt aber. Analysis complete. Memory unit RR003. Codename Pandora Savant. Looks like the same thing I'm wearing. Okay. Es ist sehr, 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 sehr merkwürdig und ich glaube, wir werden hier viel in Erfahrung bringen. Schauen wir mal kurz noch hier rüber. Nee, das lesen wir jetzt kurz nochmal. Konstante Überwachung nötig, morbide Gedanken neigen zum Selbstmord. Patient weist daher ein hohes Selbstgefährdungspotenzial auf. Der ist seit 97 hier. Patient leidet unter dissoziativer Amnesie. Er zeigt ein falsches Verständnis seines Ichs, seiner persönlichen Vergangenheit und Weltsicht. Der Patient behauptet, kürzlich ein Trauma erlitten zu haben, kann sich aber nicht an Details erinnern. Wenn er die Möglichkeit erhält, streift der Patient häufig unerkennbares Ziel durch die Anstalt. Auf die... Was ist das? Es donnert. Ho, 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 ho. Hört man das in der Aufnahme? Ich glaube ja. Wenn er die Möglichkeit erhält, streift der Patient häufig ohne erkennbares Ziel durch die Anstalt. Auf die Frage nach seinem Ziel antwortet der Patient mit hier und lässt sich am selben Ort nieder, wo er hinten angehalten wurde. Fallinformation. Patient scheint erschien selbstständig auf der Polizeistation von Withall in unberechenbarem Zustand. Bei der Befragung fragte der Patient ausschließend nach Catherine, seiner Frau. Bei späterer Befragung zeigte der Patient keine Erinnerung an besagte Catherine. Ein späterer Selbstmordversuch in der Polizeiverwahrung führte zur Verlegung in unsere Einrichtung. Huch. Krass. Was hier abgeht. Oder? Ich glaube, das halten wir uns für die nächste Folge vor. Ich bleib mal hier an der Stelle stehen. Kann ja nichts passieren. Obwohl, wir haben eine Waffe. Da kann sehr wohl was passieren. Aber wir haben auch ein Handy. Und das werden wir dann benutzen. Bis dahin. Euer Firefox.